Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sprechen heute über einige wichtige Tipps, die ihr vielleicht für Suicide Squad Kill Justice League ganz gut gebrauchen könnt. Spoilerfrei natürlich. Und wenn ihr was Nützliches haben möchtet zum Einstieg ins Game oder wenn ihr schon dabei seid und vielleicht überlegt, ob es noch was geben könnte, was ihr vielleicht verpasst habt an Infos oder Details im Spiel, dann könnt ihr heute beim Video reinschauen und vielleicht was Neues mitbekommen, was euch beim Gameplay nützlich ist. Wir steigen ein mit dem ersten, nämlich, dass sich euch natürlich eine Welt voller Beute eröffnet und das im Laufe des Spiels immer besser wird. Ihr schaltet euch neue Seltenheitsstufen frei im Laufe der Geschichte und desto reicher wird natürlich auch die Belohnung, die ihr abstauben könnt in der Welt draußen. Wenn ihr diese Kanonen zum Beispiel killt, könnt ihr auch fein Ressourcen sammeln, die normalen Feinde lassen, Loot fallen, den ihr einsammeln könnt. Für Missionen bekommt ihr Kapseln, wo guter Loot teilweise drin ist. Und das Ganze wird eigentlich auch für euch automatisch aufgesammelt. Selbst wenn ihr mal verpasst, was aufzusammeln, wird es eigentlich automatisch in euer Inventar verfrachtet. Das heißt, im hektischen Kampfgetümmel keine Panik haben. Normalerweise geht der Loot in euer Inventar, wenn ihr verpasst, das Ding aufzusammeln. Als nächstes ist es natürlich wichtig, dass ihr eure Squad-Mitglieder, die anderen drei, möglichst gut ausrüstet, wenn ihr könnt. Die finden ja auch Loot für sich. Und wenn ihr besseren Loot habt, rüstet denen auch den besseren Loot aus. Oder nehmt natürlich irgendwelche coolen Leute mit coole Builds mit dem Social Squad Feature, damit ihr starke Bot-Charaktere mit im Kampf dabei habt. Ihr könnt da sehr viel rumgucken, rumexperimentieren und schauen, was gute Builds sind momentan in den Ranglisten. Und dementsprechend auch solche Charaktere mit in den Kampf nehmen, damit ihr möglichst viel davon profitiert, dass die anderen auch stark mitschnetzeln. Vorerst hast du wahrscheinlich Platz für maximal 300 Gegenstände in deinem Inventar und überflüssige Sachen ist dann eine Möglichkeit, das zu recyceln für Ressourcen, um dann natürlich später im Crafting was Besseres aus den Items zu machen, die dir dann auch gefallen für deinen Build. Das bedeutet, immer mal wieder das Inventar auch durchchecken. Und im Laufe der Zeit schaltet ihr euch das Recycling frei. Also nicht am Anfang erstmal denken, was ist hier los, warum nicht, wieso das nicht. Ihr könnt das später machen. Der nächste Tipp ist, dass ihr bei jeder Mission eigentlich einen vorgehobenen Charakter bekommt zur Auswahl. Also ihr habt die Möglichkeit, den prädestinierten Charakter auszuwählen von eurem Squad, der diese Mission leitet. Das heißt, ihr könnt unterschiedliche Helden vom Squad spielen in bestimmten Missionen, weil diese bestimmten Helden in dieser bestimmten Mission einfach stärker, besser sind und deswegen auch Bonuseffekte bekommen, einfach weil es storytechnisch passt. Weil zum Beispiel Boomer ein Problem mit dem Flash hat oder sowas in der Art. Also da immer ein bisschen drauf achten, wer der hervorgehobene Charakter ist und dann vielleicht, wenn ihr Lust habt, mit diesem Charakter einfach losziehen und mit ihm Erfahrungspunkte sammeln und so weiter und so fort. Im Optionsmenü beim Tab Team habt ihr die Möglichkeit, die Schwierigkeit auszuwählen. Da stehen euch erstmal eine beschränkte Anzahl an Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. Aber wenn ihr mal die Story durchgespielt habt, werden 5 zusätzliche Stufen von Schwierigkeit freigeschaltet, die ihr auswählen könnt. Allgemein, je höher ihr die Schwierigkeit setzt, desto mehr Bonuseffekte habt ihr und die Chance auf besseren Loot steigt. Bedeutet, traut euch ruhig mal ran, kämpft euch ein bisschen mit härteren Gegnern durch und schaut, wie weit ihr kommt. Vielleicht lohnt sich das dann ja auch durch bessere Loot Drops und andere Boni. Ressourcen kann man in diesem Spiel natürlich auf lange Sicht nicht genug haben. Deshalb, wer im Endgame möglichst schnell nach vorne möchte, spart sich im Laufe des Spiels anfangs die Ressourcen auf, um dann später alles in die Items reinzupushen, die man dann wirklich auch pushen möchte, weil man weiß, das passt jetzt zu dem Build, den ich mir ausgewählt habe und hier möchte ich am meisten verstärken oder verbessern. Deshalb müsst man mit Ressourcen sparsam sein, wenn ihr keine Probleme habt, durch den Content zu kommen, falls ihr irgendwie doch auf Probleme stoßen solltet, durch den Content zu kommen. Natürlich, wenn es euer Spielspaß benötigt, investiert die Ressourcen auch schon früher, aber ansonsten könnt ihr euch das fürs Endgame sparen und so schneller hier vorwärts kommen. Was sich natürlich auch sehr lohnt, sind die Support Squad Missionen. Euer Support Squad, also die NPCs, die sich in der Basis befinden, die haben auch immer wieder Missionen für euch parat und die zu machen, kann euch weitere Sachen freischalten, wie zum Beispiel weitere Zustandseffekte bei Ivy und sowas in die Richtung. Also ihr könnt euch einfach mehr Optionen, Möglichkeiten bei den NPCs freischalten, wenn ihr
diese Support Squad Missionen absolviert draußen in der Welt. Das kann sich definitiv lohnen. Des Weiteren ist natürlich empfehlenswert, so viel wie möglich Missionen mal abzuschließen. Ihr habt auch die Möglichkeit, tägliche Missionen auszuwählen, zum Beispiel von Hack, und die dann zu absolvieren, um Bonusbelohnungen einfach zu bekommen. Das kann man immer wieder nebenbei einsacken, also warum nicht einfach kurz im Menü annehmen und im Menü auch wieder abgeben und dann neue Missionen wiederum annehmen, um das dann wieder zu erfüllen. Geht meistens ganz schnell von der Hand, man muss halt dran denken. Dann werdet ihr ebenfalls im Laufe der Story-Mission die Dailies freischalten für die Drohnen, die sich in der Welt bewegen. Und das lohnt sich natürlich auch immer, wenn ihr eine Drohne seht, versucht die so schnell wie möglich abzuballern, weil die verschwindet nach einer gewissen Zeit. Das heißt, einfach schnell möglichst viel Schaden drauf, damit ihr die Drohne abballert, und umso besser wird eure tägliche Belohnung bei Aaron Cash in der Basis. Das ist auch ein NPC, der im Laufe der Zeit dazukommt. Wie gesagt, nicht alles gibt es sofort, nicht allen Loot gibt es sofort. Ja, einfach Geduld mitbringen, um sich das freizuschalten mit der Zeit. Und last but not least empfehle ich euch einfach sehr stark, auch einem Clan beizutreten. Denn hier habt ihr zusätzliche Möglichkeiten für tägliche Herausforderungen oder wöchentliche Herausforderungen. Je nachdem, wie viel ihr beitragt zum Clan, bekommt ihr auch eine wöchentliche Clan-Belohnung, die sehr üppig ausfallen kann, je nachdem, wie viel ihr beitragt. Und es ist einfach eine coole Competition innerhalb von einem Clan. Ist nichts Großes, kein großer Verwaltungsaufwand und so weiter. Nur leider sind die Mitglieder auf 16 beschränkt. Das heißt, unser erster Clan hier ist schon voll. Die Relics Hunters sind voll besetzt momentan. Aber wir werden zum Release vom Game nochmal einen Clan, einen zweiten starten. Das heißt, 16 Slots sind theoretisch noch frei, wobei hier auch schon Leute sich vorab angemeldet haben. Das heißt, ich kann euch momentan nicht sagen, ob da noch Platz ist. Schaut am besten mal auf Discord vorbei und wählt euch im Eingangsbereich die Shooter-Rolle aus, damit ihr den Suicide Squad Channel auch im Discord seht. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich erst einmal mit diesem Tipps-Video. Weitere Tipps werden folgen, natürlich, je weiter ich im Spiel auch vorankomme. Und dann folgen auch Guides und Build-Videos zu bestimmten Heroes hier vom Suicide Squad natürlich auch. Ich freue mich, euch zu sehen, entweder im nächsten Video oder in einem Stream. Bis dahin, viel Spaß weiterhin beim Ballern und auf Wiedersehen.